So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Mirage. Ja, irgendwie muss ich noch richtig reinkommen, ich weiß auch nicht. Ganz gefesselt hat es mich ehrlich gesagt auch noch nicht. Obwohl mir das Setting richtig gut gefällt. Schließen wir mal hier das eine noch ab, ne? Das heißt, Wache von Bab-Shorazan oder so. Alis letzter bekannter Aufenthaltsort, der Anführer der Aufständischen. Könnte immer noch dort sein. Finde heraus, wo sich Ali befindet. Alles klar. Dann machen wir das doch mal. Nicht. Also schräg links von uns. Alles klar. Sagen wir laufen aber mal. Stimmt, hier bin ich ja gestern noch mal kurz am Ende vorbei. Machen die jetzt eigentlich, was die machen? Na, vielleicht machen die auch mal was im Sperrgebiet. Was ist denn das hier? Dachtest wohl, du würdest dich auffallen, was? Ja! Jetzt stirbst du! Oh, was? Jetzt suchen die die und dann sagen die denen da Bescheid? Das ist schon ein bisschen nervig. Da bist du ja! Oh ne, ich will doch gar nicht kämpfen. Zwischen Ruhe. Oh nein. Ich will nicht kämpfen. Boah, Alter, wieder backt. Da bist du ja. Alter, das ist ja echt nervig, ist das. Weniger reden, ne? Da läuft ja auch wie eine lahme Ente, oder? Ja. Oh mein Gott. Da kämpfen ist hier irgendwie ganz komisch. Alter, wie der da hochgeht. Alter, klettern kann er gar nicht. Das ist der Außenposten, zu dem Ali gebracht wurde. Leihe mir deine Augen. Nein. Also das ist echt. Das ist nervig in dem Game. Oh, und das wird hier nicht einfacher, ne? Ja, am besten tötet man natürlich immer von oben. Ah, der ist da drinnen, okay. Mal, wenn der hier reingeht, könnten wir den töten. Das wird nicht, ne? Und so eine Woche. Liegen natürlich sehr auffällig rum. Kannst du die jetzt hinlegen? Entweder liegt es daran, dass ich keinen Controller habe. Oder ich weiß es auch nicht. So, wie können wir denn jetzt hier so ein Elixier trinken? So, mit H. G ist dieses Feld und mit H.
So, mal gucken, wo wir hier solche komischen Plakate finden, wo wir unser Level senken können. Belausche die Wachen. Welche Wachen? Alles, das Kämpfen gefällt mir hier auch gar nicht. Ich verstecke dich in der Nähe. Kriege dein, in deinem. Na, was soll ich denn da für eine. Samire sagt, die Türken beherrschen das Heer. Der Kalif beherrscht das Volk und seine Frau, der Visier, beherrschen den Hof. Ich geb's auf. Sich auszumalen, wie die Macht verteilt ist, übersteigt mein Denkvermögen. Hast du belauscht, was für die Ohren anderer bestimmt war? Was für ein Leben. Wir werden bezahlt, um rumzustehen und den Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Ich bin sehr gut darin. Hey, Herr Jamal. Hey, Herr Jamal schon bezahlt? Mir schuldet er auch was. Langsam glaube ich, wir sollten. Na, wie lange soll ich jetzt noch belauschen? Kennst du einen guten Witz? Was? Und man muss die Taste drücken, damit er die Waffe zieht. Stunde war ich pissen. Das war der Höhepunkt meines Tages. Ja. Übrigens, ich schaffe es nicht zur Zeremonie. Doch ich treffe dich danach bei der Jami al-Mansur. Er hat einen Schlüssel. Der geht aber nicht weg. Wer weiß, wann ich da fertig sein werde. Was ich blöd finde, dass er meine Settings auch umgestellt hat bei OBS. Kriegsaufnahme. Händler von ganz Bagdad. Wie war sein Wahlspruch noch gleich? Von beduinischen Züchtern im Hof umdrehen zu dir oder so, nicht wahr? Hm. Es sind genug Leute, um eine kleine Stadt zu erobern. Aus 30 Ellen Entfernung die Hälfte meiner Zehen weggebrannt. Chasaren. Die sind zäh, ja? Ich will nicht prahlen, aber ich habe die Ohren von 7 von denen. Ziel auf die Beine ihrer Pferde. Dann sind sie so leichte Beute wie die Flöhe, die sie essen. Kann mir denn niemand helfen? Ich will nur mal kurz gucken, gibt's hier eine extra Taste, oder? Hm, meditieren. Hm, Attentäter. Ja. Hm. Ja, die Maus steht hier ja nicht, ne? So nichts einstellen. Ich hab den noch unten markiert. Ich fast einen Steinerschlag. Hm.
Ja, jetzt habe ich zugehört, und nun? Sollen wir mal erklären, wie das funktioniert? Lauscht habe ich doch. Anderes geht hier nicht. Ah, das sind solche Gründe, so Kleinigkeiten. Oha. Diese Dings da toll. Ich meine, den zu töten, das wird jetzt schwer sein, hier sind nur zwei Leute oben drauf, oder? Ja. Schöne Schätzchen. Ich bin ja auch froh, dass es ein Stealth-Game ist. Aber irgendwie weiß ich nicht. Fühlt sich das noch so anders an? Ich weiß gar nicht, wie viel ich hier reinkriege. Zwei. Und das war's. So dachte ich zumindest. Oh, ich muss selber auch noch mit rein. Schön. Gut zu wissen. So, dann müssen wir die anscheinend noch länger belauschen, weil bringt mir sonst nichts. Irgendwo war hier doch noch was zum Lesen. Eine glorreiche Erinnerung. Okay. Könnte ja sonst Pause machen für die, die es interessiert. Oh, ich denke mal, hier kommen wir nur mit dem Schlüssel rein. Hä? Ja. Hier kommen wir so nicht rein. Oder? Hier. Ja. Oder hier. Und das ist zurückschieben, aber das geht nicht, ne? Das geht nicht. Geht das rüber? Alter, was hast du denn für Komplexe, Junge? Ja. Das geht ja wegen der Stufe nicht weiter. Ja. Und das? Das kann man nicht mal sehen, warum. Doch, weil dann fast steht. Oh. Und das ist das hier so irgendwie rein. Bam. Ich wollte gerade sagen, der Sauer, der brauche ich ja nicht mehr. Irgendwas. Ja. Ja, easy, das Sonder brauchen wir ja gar nicht bewegen. So, dann machen wir hier einmal. Uff. Was ist denn hier? Freude. Ja, hätte ich jetzt auch zerschlagen können, okay. Ich geb's dazu. Ja, nix mit Schlüssel. Brauchen wir gar nicht. Alter Verbesserungspläne, die du Leuten backt, hilfst du öffnen eine bestimmte Verbesserungspläne zu einem Schmied oder Schneider, um deine Ausrüstung zu verbessern. Okay. Und durchkommst du trotzdem nicht und es gibt ja auch nichts. Okay, gibt's ja so Bücher.
Na, ich denke mal, da wird hier irgendwo drinne sein, aber ohne diese lorreiche Information wird hier nichts passieren. Von hier sind wir, kommen wir hier eigentlich auch wieder runter? Oder nur hoch? Schön, dass es nicht geht. Ich habe mich versucht dran festzuhalten, es ging aber nicht. Noch näher ran, oder? Ist es einfach mal aus. Ah, hier. Ah, jetzt. Das kommt mir bekannt vor. Werden du und der Schreiber je miteinander auskommen? Sonst reden die nur Random-Zeug. Der Mann glaubt, wegen seines Ranges könne er sich alles erlauben. Kommt er mir nochmal in die Quere, töte ich eigenhändig. Und wer schreibt dann die Namen der Gefangenen auf? Du? Du kannst nicht mal deine Armschienen festbinden, geschweige denn schreiben. Wenn wir dadurch sein Geschwafel loswerden, lerne ich es mit Freuden. So läuft das also ab. Dann wissen wir jetzt Bescheid. Okay. So, was? Auf einmal ist hier ein... Ne, die haben sich aufgeteilt jetzt. Bin ich jetzt pfeife, hört ihr das? Wir probieren es jetzt einfach aus, das dauert mir zu lange. Oh, zum Glück hat er ihn nicht ganz den Rücken freigehalten. Alter, raffiniert sind sie ja. Oh, wenn ich den jetzt töte, müsste ich eigentlich nicht. Das ist eigentlich heftig. Was ist denn dort jetzt? Ich weiß auch nicht, irgendwie. Es. Ich würde ja gerne mal eure Meinung reinschreiben, aber das schreibt ihr jetzt gerne rein. Aber irgendwie fühlt sich das anders an. Auch mit dem rausgehen. So, soll ich da unten drüben rein? Ja. Wäre ja eigentlich. Ja, dumm, wenn ich da jetzt. Ich probiere dort irgendwo lang zu zwingen. Da hat ein Schlüssel, okay. Kann er den behalten. Na, wir können uns jetzt hier frei bewegen. Also hoch geht's, Flaschenzug, aber runter nicht. Oder was? Ja. Egal, wir hätten hier anscheinend sowieso oben lang gemusst oder gesollt oder was auch immer. Oh, Schatzkiste haben wir zum Glück schon geleert. Essen, Gesundheit voll. So, das Ding ist, wir könnten jetzt hier reinhüpfen. Das werden wir auch einfach tun, oder? Dann haben wir dann aber den an der Backe. Den hinten könnten wir gut ausschalten. Das ist natürlich, das hat natürlich Style. Was war das? Ja, noch mal gucken. Hey. Warte, ich dachte gerade, du hast mich erwischt. War das ja auch noch einer. Ganz schön viele hier. So, wir sind aber noch da unten, das heißt, da müssen wir noch ganz schön viele töten. So, den kriegen wir zack, tot. Dann wird den da hinten auch. Müssten wir nicht unbedingt.
laufen, hat sich gerade so komisch woanders angefühlt. Können wir den nicht irgendwie ablenken? Ne? Steine haben wir ja noch nicht, ne? Ne. Boah. Was hier rumkommen würden. Genau solche kleinen Dinge, die nerven, ne? Oder hat ein bisschen mehr EP. Guck mal, den werden wir wirklich nicht gleich eliminieren können, oder? Wer ist denn hier noch? Ja, da hinten, der. Der war das mit Fliegen. Ah, auf den müssen wir auch aufpassen. Ah, da hat eine extra Anzeige. Aber wenn F für eliminieren da steht, dann wäre er sieht wie ein Schreiber aus. Hm, ah, der geht jetzt auch noch da rein, ne? Schwierig, schwierig. Wie machst du es, ne? Wie machst du es? Ja, da oben steht ja auch noch steif rum. Ich glaube nicht, dass es geht. Geht schlecht für dich. Ich rufe Verstärkung. Alter, dann sterben wir jetzt. Ja. Wenn ich mich aber oben verstecke, habt ihr mich nicht mehr. Der rennt irgendwie auch so komisch. Hm. Er hat doch gleich Stufe 3. Na, setzt euch mal da hin. So, die laufen jetzt darum. Theoretisch könnte ich jetzt. Jetzt runter. Ach, ich hätte auch so. Das sieht nach dem Heim eines Schreibers aus. Wow, ich hätte auch so hingehen können. Ah, dazu brauchen wir den Schlüsseltypen. Oh mein du Gott. Kommst mit. Na los, findet ich die passe auf dich auf. War lecker, eure Pflanzen. Euer Gemüse. Wir finden sie alle. Ja, wir finden sie alle. Ich kann aber jetzt keinen eliminieren, sonst finden die wieder. Außer mich, ne? Sonst alle. Nichts hier. Na, nicht hier, ne? Komisch. Alter, was? Das ist sogar noch ein Schrank. Oh mein Gott, komm, bring mich um. Bring mich um. Ja. Tötet mich. Alter, so easy hätte ich das machen können. Verschlagbar, ja, genau. Nö, nee, nehm ich gern. Komm. Alter, das ist doch los. Da ist doch was gewesen, ey. Ich weiß doch jetzt nicht, wo ich anfange. Ich hoffe, die verfolgen mich nicht. Ich hoffe auch nicht das ganze Gespräch und so. Zu dem Ali gebracht wurde. Alter, das ist echt nicht euer Ernst, oder? Boah, was sind das für Safe Games, Leute?
Ja, ich würde sagen, ich mache hier mal einen Break rein und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich dort bin, wo ich gerade schon mal war. So, jetzt sind wir wieder an der Stelle. Das oben haben wir auch alles gemacht. Das sieht nach dem Heim eines Schreibers aus. Ach, ich dachte gerade schon, erwischen die mich jetzt? Genau. Und der da ist schon Paranoia. Ich glaube, das ist das erste Assassin-Gebiet, wo ich nicht alle Schätze brauche. Jetzt muss man einfach nur noch warten, bis der Typ hier mit dem Schlüssel wieder vorbeikommt. Und dann überfallen wir den. Ja, sonst kommen wir hier gar nicht rein. Hier wird zwar nur das markiert, aber ja. Ich hoffe, der kommt aber nah genug ran, dass ich nicht pfeifen muss. Weil wenn ich dort umbringen muss, wäre es kritisch. Boah. Dann muss ich jetzt so probieren. Aber der hört mich nicht. Hm, wo kam das denn her? Ja, komm mal gucken. Komm mal gucken. Komm, 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 komm. Ich kann nichts machen. Den nehme ich in Verwahrung. Oh, da hat es nämlich schon einer gesehen. Die Safe Games sind ja echt blöd gemacht. Da stehen auch hier 4 Leute plus noch extra Boys. Musst du nicht unbedingt haben. Ich denke mal jetzt die Luft rein. Aber hier haben wir uns echt gut versteckt. Mal merken, dass wenn die Tür offen ist, ich hoffe nicht. Ah, die geht alleine zu. Ja, warte mal, wenn die auch. Hm, das mache ich jetzt gern. Was? Handelsmünze benötigt. Boah, nee, komm. Ist mir dann aber zu blöd. Na, ich warte mal lieber, bis der weggeht. Ja, ist jetzt auch mal gut. Ich habe den Codex schon geöffnet. Danke. So. Weiß auch nicht, aber irgendwie ist das erste Game von Assassin's Creed, wo man irgendwie nicht so schön drin ist. Eine Gefängnisliste. Jeweils mit unterschiedlichen Zeichen. Okay. Freigeschlossen. Hier zu den anderen im Bruderschaftshaus. Ah, okay. Dann haben wir das damit abgeschlossen. Okay, dann gehen wir jetzt ins Bruderschaftshaus. Wo immer das ist. Ja, da. Ja, ich wollte mir das einfach nur markieren, hallo? Eine Schnellreise gibt's da noch nicht, oder wie? Ach, ich hätte eine haben können. Wie kann man das hier denn markieren? Markierung setzen links. Ja, komm, da geht immer das auf. Also das ist so Sachen, die einen aufregen. Dann machen wir da in das Ziel. Ist egal. So, das ist die runde Stadt. Ja, die ist sogar runde Stadt. Hier ist bestimmt der Minister of President Man, Alter. So, jetzt laufen wir hier außen rum. Alter, das ist der Aussichtspunkt. Hm.
Wo ist das hier? Bruderschaft, oder? Oh, sich noch nicht schnell hinreisen. Hinreisen lassen. Schmiede, Miede. Okay, dann hier wieder raus und dahin. Come on. So wie wir reingekommen sind, natürlich. Oh wow, das war ein good jam. Obwohl, nee, das geht ja gar nicht ganz so. Weil wir sind ja von da oben gekommen. Puh. Der sieht uns nicht. Ich muss mal kurz gucken. Ich muss auf jeden Fall definitiv hinter mir. Kommen wir hier auch hoch? Ja, wo bleibt denn das mit diesem Sperrgebiet? Alter, kommst du nirgendwo hoch oder was? Echt nicht so. Benutzerfreundlich ist anders. Ja, das sind halt so Kleinigkeiten, die halt nervig sind beim Spielen. Egal, dann müssen wir das halt so machen. So. Na, dann nerven wir noch nebenbei die Plakate. Und die natürlich auch noch. Ach, das stehen auch wieder zwei. Kannst du nicht mal sagen hier? Ach nee, hier geht's nicht weiter. Nee. Ich probiere das jetzt so aus. Yalla, yalla! Yalla, yalla! Ist echt lahm auch. Ich bin bestichen mit einer Mitbewohnerin. Kreis darf über den festgelegten Betrag, sofern keine ausdrückliche Erlaubnis des Kalifen. Die Schorter ist mir auf den Fersen. Ich könnte eine Pause gebrauchen. Sei beruhigt, du bist gleich wieder frei. Bürger, ich überbringe gute Nachrichten. Ja super, da muss ich jetzt wenigstens nicht die Münze da bezahlen. Die Plakate. Zeig ich lieber mit der Münze. Oh, jetzt nehme ich gleich den nächsten. Oh, vier Leute auch noch. Da. Ja, komm. Der war schuld. Guck mal, wie viele du hier hast, ey. Oh, ich hatte nur gelesen, dass das Plakate suchen nervig ist mit der Zeit. Hast du die Harissa bei Ahmads Bruder probiert? Drüben beim Der Samar.
Hulat und Roshan wollen sicher über diese Entwicklung informiert werden. Na klar, deswegen gehe ich jetzt auch hier rein. Oder liegt es einfach nur mein Rechner? So, hören wir uns das noch an und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Bock habt. Wie sein schwächster Soldat. Friede sei mit dir, Basim. Friede sei auch mit dir, Ahmad. Wie war deine Reise? Ich bin Abu Jafar. Ach ja, entschuldige. Gibt es ein Problem? Noch nicht. Aber wir haben herausgefunden, dass Ali eine Abmachung mit Nur treffen wollte, um den Aufstand im Austausch für seine Hilfe zu versorgen. Der Orden ist ihm ein Dorn im Auge, ja. Aber Ali hat es auf das Kalifat abgesehen. Er wird wollen, dass wir uns an die Abmachung halten. Hast du Neuigkeiten für uns? Unser Ziel heißt El-Hul. Er setzt Gefangene und Arbeiter für Grabungen um Bagdad ein. Ali und einige seiner Männer wurden gefangen und markiert. Mit Beschis Hilfe konnte ich sie befreien. Aber Ali wurde zur Befragung woanders hingebracht. Einer der Aufständischen zeigte mir sein Mal. Wenn diese Liste der Gefangenen stimmt, wurde Ali zum Gefängnis beim Beb Dimashq gebracht. Wo sind diese Aufständischen jetzt? Bei einer Wassermühle am nördlichen Stadtrand. Ich werde sie aufsuchen. Sehen, was ich über diese Abmachung erfahren kann. Du suchst nach Ali. Das Gefängnis am Beb Dimashq ist das am besten bewachte Gefängnis Bagdads. Das wird eine Herausforderung, das kann ich dir sagen. Ich kundschafte voraus. Wir treffen uns beim Haupttor des Gefängnisses. Einen Augenblick, bevor du gehst. Ich habe ein paar nützliche Gedanken anzubieten. Ich bin ganz Ohr. Als erstes ist hier eine Tafel mit Informationen, die wir von unseren Spitzeln in der Stadt erhalten. Wirf einen Blick darauf, wenn du Zeit hast. Dann gibt es in diesen Landen eine Fülle an Materialien, um deine Waffen zu verbessern. Der Schmied Johar hier in der Nähe könnte dir dabei helfen. Und schließlich bin ich bei Werkzeugverbesserungen für dich da. Bringe mir Materialien und ich sehe, was ich tun kann. Also die Körperzersetzung ist ja echt mal geil, ne? Muss ich schon mal sagen hier. Vor allen Dingen auch die Animation, so ein Staub. Krass. Also, in diesem Sinne, hau da rein. Ein Quell der Ideen, wie immer. Danke, Abu Jafar. Hulat ging voraus, um einen Weg ins Gefängnis am Beb Dimashq zu finden. Ich sollte ihn suchen. Doch zuvor könnte es hilfreich sein, diesem Schmied einen Besuch abzustatten.
Jede Verbesserung könnte sich als nützlich erweisen.